Sollten jetzt aber trotzdem die Verluste entsetzen. Also einen normalen Kanonier. Und einen Geisterkanonier. Können noch ein bisschen weiter die Straßen ausbauen. Also die Hauptstraßen zwischen den Sektoren, die sollten wir ein bisschen ausbauen. Das stimmt allerdings. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Man sieht auch, die Straßen, also die richtigen Straßen, sind ein bisschen besser sogar als die Wege, die ich jetzt verbessert habe. Gibt ja Straßen, die Sektoren miteinander verbinden, die man nicht abreißen kann. Gibt aber halt auch Wege, die wir selber anlegen und auch abreißen können. Hat man alles in der ersten Mission, der Hauptkampagne gelernt. Da sind die zwei Räder, die der Radbacher gemacht hat. Für die Kanone. Das ist, glaube ich, das Einzige, was sogar noch fehlt. Ja. Zwei Räder. Man sieht, jetzt sind alle Träger und Leute vor der Kanne. Oh, es waren ja schon zwei Räder. Gut, hat er zwei Räder extra gemacht. Wisst ihr was, der kriegt noch zwei Kanonen spendiert. Da kommen wir noch leichter durch die Befestigung durch. Weil hier müssen wir jetzt wirklich durch zwei Türme durchbrechen. Ja, wir haben halt die guten Sachen beim Militär. Also hauptsächlich die Ballistik, den Drill und den Sturmangriff. Starke Mauern bringen uns gerade nichts, weil wir ja die Angreifer sind. Nur den Gewaltmarsch hat uns Graubart weggenommen. Na komm, geben wir doch mal ein bisschen Speed. Damit wir die beiden Einheiten schnell zusammenkriegen. Da kommt schon mal das Geld und die Ringe und die Klamotten. Ja, kommt alles. Weil es dauert auch ein bisschen, bis die beiden Kanonen hier drüben angekommen sind bei unserem guten
General. Außer wir holen uns den direkten Weg. Aber ich glaube, da sind die Kanonen schon längst unterwegs. Aber für zukünftige Einheiten. Ah ja, du hast deine Kanone gleich, da kommt sie. Da kommt die andere Kanone nämlich erst. Flupp. Noch eine Kanone. Die Straße gehört uns ja leider noch nicht. Jetzt gehört sie uns. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Dann bauen wir die Straßen auch noch aus. So. Genau, da kommt die Kanone. Oh, er hat umgedreht, weil er gemerkt hat, dass der Weg kürzer ist. Ja, nimmst du den Weg jetzt geradeaus? Ja, nimmst du. Schon wieder Goldmangel haben, obwohl wir zwei Goldbergwerke betreiben. Na gut, die da sind, haben fast voll schon wieder. Die ihr habt voll eigentlich. Oh, weil ihr beide auf Geologie gestanden seid. Ja gut. Boah, haben wir viel Nahrung mittlerweile. Verdammt viel Brot, ey. Haben wir verdammt viel Weizen. So, die letzten beiden Kanonen. Da kommen sie. So, und weiter brauchen wir unsere Straße jetzt wirklich nicht mehr ausbauen. Ist immer noch toll, wie der eine schiebt und der andere oben drauf sitzt. So, ab durch den Schiffsfriedhof. Durch den wir jetzt freies Geleit haben. Wo brennt es eigentlich? Ah, da brennt das Leuchtfeuer. Sehr schön. Können wir wieder auf normale Geschwindigkeit gehen? Ja, wir haben 4 Kanonen hier und 8 hier. Das dürfte mehr als ausreichend sein, um durchzupreschen. Das heißt, wir beginnen unseren Angriff erstmal mit unserer Geisterarmee. Oh, die Geisterarmee hat schon ihre... hat 2 Kanonen schon verloren. Gut, der eine Turm ist tot. Wir verlieren aber auch Kanonen in der Hauptarmee.
So, jetzt haben wir den kritischen Punkt erreicht. Jetzt müssen wir uns mit Munsks Armee anlegen. Der hat auch verdammt viele Kanonen. Hat er nur Kanonen? Kanone, 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 Kanone. Musketiere. Ein paar Musketiere und ein paar Pikiniere. Ja, das ist nicht Munsk, das ist Kaumbart. Der Otum tut mir leid. Zum Glück haben wir viel Reiterei, weil sonst würden unsere Armeen unterliegen. So. Er hat noch zwei Kanonen. Eine Kanone noch. Boah, knapper Sieg, ey. Euch mal hierher zurückfallen lassen. Zum Glück hatten wir die ganzen Reiter in der einen Armee. Bei Graubart hatte viele Kanonen, das hat ziemlich weh getan. Mit diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Ihr wart erfolgreich und habt unsere Tode gerecht und können wirklich Frieden finden. Wir können euch nicht genug danken. Sagt, habt ihr auch die Schätze gefunden, die Gouverneur Graubart uns gestohlen hat? Um
euch das Leben zu erleichtern und eure Sache zu befördern, schicke ich euch eine kleine Armee. Setzt die Männer mit Bedacht ein. Oh.